Jo, es schneit. Was ist denn los? Naja, ist ja nur Wasser. Lecker Wasser, naja. Atomarer Regen. Nennt man das. Tommy sucht was er einpacken muss. Was noch? What else? So, ich schreibe die Adresse raus und schick's dann ab. Leider ist meine Tochter faul und deswegen gehen wir jetzt in den Keller zusammen. Weil ich sie mal zur Arbeit nötigen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ist ja eigentlich schon so gut wie gesund, jetzt stecken wir in so einer Zwickmühle drin. Soll die morgen nochmal in die Schule gehen? Morgen, wo eigentlich nur 2-3 Stunden sind und ich sie dann gleich wieder abholen kann. Oder wie mache ich das? Das ist doch totaler Quatsch. Brauchst du doch morgen dann ohne hin. Ja, ich kann. Gestern hat sie noch Fieber gehabt. Heute Morgen war alles in Ordnung. Mehr oder weniger. Mit viel Husten allerdings. Naja, kann man noch hören. Kann man noch hören. Schön, wie auf Befehl so. Ja, huste mal. Ja. Schieben dir nicht dein Genmaterial mit. Kann doch nicht wahr, weil der klemmt die da. Wir gehen jetzt zum Briefkasten. Ja, yeah, das wird ein Spaß. Und ihr seid alle mit dabei. Kommt einfach mit zum Briefkasten. Und wir stecken das einfach so in den Schlitz hinein. Ja, das wird Action pur. Mit Anouk ist dabei. Yeah. Und was stecken wir da rein? Na, was? Ja, genau. So, das wird ein totale Action-Video. Extrem reinpacken in den Briefkasten. Meine genauso wie das mit der Lampe. Ja. Klink. Fantastisch. Was für ein Wetter. Und wie fühlt man sich so, Anouk, wenn man so eine schwere Aufgabe zu bewältigen hat? Das ist nicht schwer. Ich meine, das hast schon viel Verantwortung. Du musst zwischen zwei Schlitzen wählen. Einmal nach Berlin und einmal nach andere Richtungen. Kannst du das denn lesen? Es ist schwierig. Achtung! Wo kommt der rein? Da oder da? Andere Postleitzahlen. 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 Postleitzahlen 1000? Nein, nicht ganz. 10.000? 10.000 minus 16.999 macht minus 6.999. Ja, genau. Und jetzt aufmachen. Wow. Tada. Na, fantastisch. Das hast du super gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du hast den Brief eingeworfen. Na, extrem. Fühlst du dich gut? Jetzt gehen wir in den Keller. Ja, die Anouk hat es geschafft, auf alle Fälle. Jo, was machen wir jetzt mit diesem angebrochenen Vormittag? Ist das? Ja? Möchtest du gelb oder grün? Ich nehme grün. Ja, yeah, wir bauen jetzt ein Vorderrad ein.
Na, ich mach das hier mal sauber. Ein bisschen und dann melde ich mich später nochmal wieder, wie was passiert. So, Probefahrt hat sie gemacht, meine Tochter. Mit absolut zusammengestückelten Teilen. Ohne Bremsen. Brauchst du eine Bremse? Nein. Hä? Was? Weiß ich nicht. Hast du? Auf den Zehenspitz. Mhm, klar. Ist ja ultra hoch gebockt, das Ding. Das kommt ja noch höher, wenn die andere Gabel da ist. Ja, ne, da oben, so süß. So hoch kommt das hoch. Mensch, nochmal, schön, dass du da bist. Ich hab Currywurst mitgebracht. Wow! Für jeden nur eine, ich hatte nicht What? Mehr. Aber immerhin. Aber jetzt gehen wir erstmal Currywurst essen. Ja, völlig kalt. Jo! Mensch, heute ist ja wirklich gar nichts los. Also wirklich gar nichts. Also absolut gar nichts. So ein schönes Rad. Mir hat ja eine Kollegin gefragt, wie hoch man den Sattel stellen kann. Keine Ahnung, ausprobieren. Entschuldige, ich bin immer sehr langsam mit dem Antworten auf sowas, weil ich nicht jeden Tag da reingucke. Ja. Von der Rahmenhöhe her ist es auf alle Fälle für mich geeignet. Total geiles Rad. Boah, also ist auf alle Fälle für mich geeignet und ich bin 1,86 groß. Ja, also wenn man den Sattel ganz rausmacht, oder was heißt ganz raus, also so gesund rausmacht, nicht auf die letzte Position, hat das meine Höhe. Funktioniert also wunderbar. Mal Schrittlänge gucken. Wie gesagt, passt. Ich bin selber auf dem Rad noch nie gefahren, weil das ist quasi Unifahren. Total wenig genutzt. Das meiste Abnutzung an dem Ding sind Lagerspuren. Tja, was soll ich dir sagen? So hoch kann man die Sattelschürze rausmachen. Weiß ich nicht. Wie hoch ist das? Die Oberrohrlänge ist halt 58 und 58 ist dann auch mal so als Maß anzusehen. Das muss man immer so sagen, beim Mountainbike zählt halt weniger die Länge von Mitte Tretlager bis Ende Sattelsitzrohr. Also von Mitte Tretlager hier bis Ende da, sondern eher von Mitte bis Mitte hier. Die Länge, die sollte man nehmen. Und das sollte passen. Jetzt ziehe ich nochmal kurz runter im Keller. Gucken, ob da noch was los ist, aber hey. Heute ist überhaupt nichts los. Also sehen wir uns gleich. Was denn da? Kommt da einer? Das ist ja fantastisch. Sollte mal immer so sein. Wenn ich unten bin, dass die Leute kommen. Was haben wir denn hier? Platt. Aber nicht nur einfach platt, sondern laut Aussage total platt. Jo, repariere ich schnell. Keine Ahnung. Muss mal sehen, woran es liegt. Raus damit. Gangschaltung ausbauen. Dazu stelle ich auf Gang 1. Wie auch immer. Ich baue ab. Fertig. Was ist das denn? Voll die Schlachteplatte hier. Die Flicken, große Flicken Schlachteplatte. Naja, das hält natürlich nicht. Ist das Sekundenkleber oder was? Keine Ahnung. Jetzt zeige ich meinen ersten Auftrag heute. Um 17 Uhr kam der. Ja, der erste Auftrag.
und die Karte fällt aus. Ich krieg die Krise. Jetzt mache ich mal eine sinnvolle Aufnahme und die Karte fällt aus. Nun bin ich fast schon wieder fertig. Es war ein platter Reifen. Es war ja auch nichts Berauschendes. Aber wenn es das Einzige ist heute, dann... Naja. Entschuldigung. So. Platter Reifen. Die Kollegen auf Arbeit bei ihr haben schon mal probiert zu flicken. Haben es irgendwie mit, was weiß ich, Sekundenkleber oder was weiß ich probiert. Das hält natürlich nicht. Und der Reifen ist sogar schon abgefahren. Jetzt hat sie einen neuen Reifen bekommen, einen neuen Schlauch bekommen. Jetzt beugt die ganze Schose wieder ein. Kette ist jetzt wieder drauf. Jetzt beugt den Schaltzug wieder ein hier. Tommys Methode. Auf Gang 1 habe ich geschaltet. Ich drehe das hier per Hand. Drückt das ein bisschen runter. Setze Teil rein. Setze den Zug wieder ein. Fertig. Jetzt gucke ich in Gang 4, ob es stimmig ist. Also auf 1 sind wir. 2, 3, 4. Kontrolliere hier hinten. Am Cookie-Lookie-Fenster. Gucke hoch. Die beiden Striche müssen übereinstimmen. Die stimmen überein. Alle gut. Also aufpumpen. Feierabend. Hinten fertig. Hier schauen vorne. Hört sich grausig an. Na, das schleift definitiv am Schutzblech. Irgendwo. Ne? Und jetzt haben wir auch eruiert, wo. Hier löse ich auf alle Fälle mal und setze es erstmal höher. Dann ist schon mal die Gefahr ein bisschen geringer, dass es hier unten drunter schleift. Und dann schleift es natürlich hier an der Schraube hier hinten. Dazu drehe ich die hier auf und ziehe es auch ein Stück weiter raus. Erst hier oben. Steckschlüssel 5er Immel. Steckschlüssel und eine 5er Immel. Da, 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 da. Ja, und dann einfach höher ein Stück. Nehmt euch ruhig die Freiheit, die ihr braucht, sozusagen. Ey, wenn da Platz ist hier oben, dann hoch damit. Ja, dann schraubt halt einfach nach oben. Was soll denn das? Also nicht hier so knapp über das Blech wie möglich. Das ist totaler Quatsch. Gerade jetzt bei dem Mistwetter oder so, holt euch irgendwelche Blätter. Die ziehen sich drin, die verklemmen sich, die fangen an zu rattern. Das hört sich scheiße an, das will keiner. So muss das sein. Ein bisschen Freiheit hier. Ist doch ein Langloch. Hier. Einfach ein Stück nach oben schieben, das Ganze. Fertig. Stört keinen. Hast du hier mehr Platz. Kann sich hier kein Blatt mehr verklemmen oder so. Ein bisschen Geräusch weniger, aber schleift ja immer noch. Weil klemmt der hier hinten. Das mache ich jetzt. Dann haben wir hier so Spielzeugschräubchen. Ja, Spielzeugschrauben. Die guten alten Spielzeugschrauben. Die löse ich. Zack, zack. Ein bisschen weiter rausziehen und wieder zumachen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Läuft schon besser, aber schläft noch in einer Position. Also auch hier lösen und wieder zu. So, Achtung, ich hoffe. Oh, Bremse. Jetzt schleift die Bremse noch. Am Blech schläft es nicht mehr, jetzt schläft nur noch die Bremse. Die gute Frau hat sich eine 8 drin geballert. Das Fahrrad ist heute umgefallen, hoch noch. Ach, die hat einen total schlechten Tag offensichtlich. Meinte sie, geht alles schief heute. Zieht ihr kurz die kleine 8 hier raus, die kleine Delle. An der Stelle. An der Stelle ist eine Delle. Hier. Zack, zack. Und schläft eindeutig ja auf dieser Seite hier. Hier, das ist. Die zwei Speichen hier sind das. Und die ziehe ich einfach ein Stück fester, damit das Laufrad weiter nach hier drüben kommt. Hier so rüber rutscht. Ja.
Werdet ihr sehen, funktioniert. Pass auf. Eins. Oh, schon fest. Und die hier. Achtung. Jetzt eine andere Position. Ich bremse einmal. Mikroattacke. Mal hier. Läuft aber hier. So. Okay. Also was nicht so richtig läuft, ist hier die Einstellung von der Bremse auch noch. Die fragt, die eine Seite bleibt hängen. Die läuft gut hier, die Seite, die andere Seite bleibt hängen. Läuft nur manchmal. Auch noch ein bisschen ölen hier. Mit dem Öl an der Felge müsst ihr aufpassen ein bisschen. Ne? Gut, Spannung. Der hat einfach zu viel Spannung, die andere Seite hoch. Da kommt die andere Seite auch ein bisschen. Okay. Jetzt haben wir. Guten Morgen, wer ist das? Ja. Dennis, Mensch. Mensch, Thomas. Na, wie ist es? Schick, schick. Ja, sieht auch witzig aus. Hat auch was. Das ist für meine Tochter auf jeden Punkt. Mensch. Was ist denn das? Die ist schon damit gefahren. Ja, es ist eine Federgabel, aber. Ja, die habe ich für dich auf jeden Punkt. Vorne ist wirklich hart. Vorne ist Wahnsinn. Elastomere, naja. Verhärtet. Ist aber ein bisschen kalt, ja. Aber. Schön, was die Flaschensammler streiten sich da drüben schon wieder über die Haustüren. Ey, du nimmst die nächste, habe ich gesagt. Ja, sollen wir mit dem Scheißding da machen? Das ist aber auch ein hässlicher Draht. Eigentlich eine hässliche Gabel da drin. Und das zu einem schönen Schwan verwandeln. Ich weiß nicht. Na, mal schauen. Der Dennis haut ab. Tschüss. Der war auch nur kurz hier. Also fast, ne? Fast kurz, fast schon lang. Dreiviertel Stunde, so. Vielleicht gibt es irgendwas Herzhaftes zu essen. Ja, Bohnensuppe wollte sie machen heute. Lecker Bohneneintopf. Ja, Speck, den mag sie überhaupt nicht. Da muss ich sie immer überreden. Oder wenn sie nicht hinguckt, schnell von hinten so ein Stück rinwerfen in den Topf. Macht sie aus Liebe, Mensch. Aus Liebe lässt sie weg. Oder was Thomas? Ja, dann? Ja, bis morgen. Ich komm mal auf ja, mach mal. Ja. Ich bin ja hier eigentlich. Ja, wenn bin ich der Klinik. Und wenn du nicht. Naja, kannst du machen, weil wie gesagt, jetzt ich ohne oben, weil das ist mir zu langweilig einfach. Ich hol meine Jacke und wieder. Wenn du nicht da bist, dann geh ich auf den Markt und komm nochmal wieder. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt nach oben. Heute ein Auftrag. Superb. Und wie gesagt, den ganzen Tag dafür hier rumzuhocken, um Gottes Willen, ey. Ja, und dann kommt die gute Dame ja noch das Rad abholen und ich bin jetzt erstmal oben. Auch den heutigen Tag haben wir erfolgreich rumgekriegt. Trotz Schnee, trotz Regen, trotz keiner Aufträge, beziehungsweise einen Auftrag nur. Ja, wir sehen uns morgen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Also, macht's gut, schlaft gut. Bis dann. Ciao, euer Tommy.